Ja. Und nein, weiß ich nicht. Hey, Nick! Listen! Look! Wir brauchen gar keine Sounds, aber ich will nächstes Mal trotzdem wieder welche haben. Mein Stylus! Hey, sieh mal da drüben, mein Stylus! Gab's das nicht auch mal als Sound? Ja. Mir war irgendwie so, ja. Dafür deine Straße vom Platz weg. Oder zum Platz hin. In die andere Richtung. Das ist eine Einbahnstraße. Oh. Ah, stimmt. Lass uns mal gucken. Ja, Moment. Wenn man da jetzt lang geht auf der Einbahnstraße, dann darf man doch nicht mehr zurück. Und nicht über los. Und keine 4000 Mark einziehen. Genau, da, denn wir kommen direkt in den Kerker. Hat jemand das mal als Euro? Egal, weiter. Ja, es gibt ein Rätsel. Auch als Euros. Das gibt's auch mit Pokédollar. Ja, ja, das weiß ich schon, aber wie viel das dann ist, das weiß ich nicht. Der war denn dieser Rocker? Der ist ein... Hatten wir da wirklich schon mal einen Witz über Rocker? Ich weiß nicht, aber ich weiß, welches Brot er am liebsten mag. Hm. Weizen. Ja. Hey, ich dachte, ihr zwei arbeitet in der Bäckerei. Faulenzt ihr etwa? Naja, nicht ganz. Nur ein bisschen. Eigentlich dachten wir uns, wir hängen das Backen an den Nagel und versuchen uns etwas Neuem. Wir hängen die Backen an den Nagel. Aber das muss ja wehtun. Aber gut, es gibt, glaube ich, wirklich welche, die Nägel an die Backen hängen. Ja. Ja. Tatsächlich. Klingt nach einer guten Idee. Eure Backwaren schmeckten ohnehin immer etwas ungewöhnlich. Irgendwie erinnert er mich an jemanden aus Bravely Default. Oh, muss ich noch spielen? Habe ich nicht. Okay. Ah, ich glaube, es war Ringabel. Kennen die leider nicht. Ich habe mich gerade erinnert, obwohl Ringabel eine ganz andere Frisur, glaube ich, hat. Ist ja auch egal. Aber er hat die gleichen Augen, finde ich. Die auch ein bisschen... Na, wenn sie noch ein bisschen mehr geschlossen, dann wäre es Rocco. Stimmt. Schwester Joy! Aua, mein Fuß! Können Sie sich das mal ansehen? Ja, wie denn mit geschlossenen Augen? Nein, nicht Rocco, Schwester Joy! Ach so! Ich dachte, du hast gerade einen auf Luke gemacht. Nein! Das war Rocco! Ja, der klingt ja auch wie Luke! Ich kann Stimmen nicht nachmachen. Aber das, was jetzt kommt, das kannst du. Was? Meinst du, ich kann das? Ja. Ich versuch's mal, warte kurz. Was? Was? Willst du damit sagen, unser Brot war nicht lecker? Komisch. Dabei haben wir so viel Butter verwendet und den Teig so kräftig geknetet. Ah, da hat's richtig geflutscht. Es ist ja nur meine Meinung. Ich bevorzuge eben etwas lockeres und weicheres Brot. Lockereres und weichereres Brot. Oh, wirklich? Also, wie locker und weich sollte es denn sein? So wie in diesem Rätsel. Nun ja, möglicherweise so... Das ist doof. Das ist so doof. Warum... Ich glaube, wir müssen das Spiel gar nicht mehr weiterspielen. Wir machen jetzt einfach... Wir reden irgendwelchen Quatsch und der kommt sowieso im Spiel vor. Wahrscheinlich ist Phoenix die große Hexe Veganer. Ja, das kommt auch gleich. Oh Gott. Labyrinthia-Wolken 2. 2. Hilf Maya, einen Weg durch die Wolken zu Phoenix. Was hat es denn mit Brot zu tun, zu finden? Maya kann durch die Löcher in den Wolken springen, um eine Ebene tiefer zu gelangen. Entschuldigung. Die flauschigen Wolken hingegen katapultieren Maya eine Ebene nach oben. Naja, das Brot ist so locker und weich wie diese Wolken. Ach übrigens, da ist ein Jesuskreuz. Mhm. Ich finde, das ist... Daneben ist übrigens auch noch ein Ausrufezeichen. Ja. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie das unten weitergeht, aber... Soll uns das etwas sagen? Ja, also ich finde, es ist tatsächlich ein Ausrufezeichen. Hier sind so viele Symbole, was sollen sie nur bedeuten? Verrückt. Na, warte mal ab, was gleich noch kommt. Nein, ich glaube nicht, dass
hier. Sowas wie der erste Dungeon beim ersten Zelda-Spiel? Ja, genau. Meine Güte. Ich glaube, es war der erste. Blub, 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 blub. Dieses Rätsel kannst du in 5 Schritten lösen. Ach, du hörst das jetzt gerade nicht, wie das wupp, 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 wupp macht. Nee. So wie, wie nennt man das? Dubstep. Wupp, 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 wupp. Nein. Hui. Hui. Okay. Ich gehe erstmal hier weg und ich muss da rein. Ja, hast du nicht viel Wahl. Ist ja witzig. Hui. Was ist das denn? Geschafft. Boing. Hui. Ich stell mir vor, das wäre echt so. Scheiße. Ah, okay, ja, nein, ja, ich möchte dieses Spiel nicht später lösen. Oh, hier muss man aufpassen. Aber ja, toll, wir haben uns schon mal einmal im Kreis bewegt. Das muss aber nichts heißen, das ist ja wie in Pokémon. Man kommt immer wieder zurück dahin, wo man... Aha. Hä? Ja. Ich mach's mal da. Ja. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Man weiß ja noch gar nicht. Oh. Okay, also. Man. Ich muss in dieses Stück, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier war oder. Ich hab auch nicht aufgepasst, aber. Ja, es war da. Ja, passt. Okay, schön. Sehr schön. Das war wahrscheinlich schon der ganze Kniff bei diesem Rätsel. Ja, das, ich glaube, mehr ist hier nicht, weil wir können nur hier lang. Oh. Cool. Was ist das denn? Nein, das bin ich. Ach so. Das da oben, das bin ich. Und das bin ich. Und das bin übrigens ich. Nein, Moment. Hey, das, Junge. Das hier bin ich. Ja, der sieht auch, glaube ich, andersfarbig aus. Okay, ich würde sagen, dann ist es wohl der andersfarbige. War der anders? Hui! Oh, sehr schön. Oh, noch weiter hoch? Noch höher, oh weia. Na, das kann ja jetzt was werden. Also hier runter, hoch. Hui! Noch höher. Ah, hoffentlich haben wir es bald. Da lang? Nee, da sind wir vorhin rein. Dahin? Ja. Wirklich? Ja. Hui! Ah. Hui! Und da. Hui! Und Tatsache, wir sind gleich bei Phoenix. Oh, hui! Ha! Nicht schlecht, wenn ich mich mal loben dürfte. Nö. Darfst du nicht. Oh, ich Achso, nicht schlecht, wenn ich mich mal loben dürfte, hat sie gesagt. Großartig, das war eine schwindelerregende Erfahrung. Ja. Nein, das geht nicht mit Sören. Jetzt warte, jetzt schau, was er sagt. Hui! Beeindruckend. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr es löst. Ich auch nicht. Weißt du was? Ich dachte auch nicht, dass ja, du hast recht, wir müssen eigentlich nicht mehr weiterspielen. Wir sagen einfach, wie es weitergeht. Ja, genau. Also, ich würde als nächstes sagen, dass wir... Weiß ich nicht, dieses komische Alchemisten-Dingens da finden, neue Hinweise haben, dann der Prozess gegen Arcana losgeht. Ey, ich meine gegen Maya, gegen... Wie hieß die jetzt, Sophie? Ist überhaupt schon jemand tot? Achso, der Alchemist, ja. Der Alchemist ist tot, die Hexe ist tot. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Hey, nee, Moment, das bist du. Hey, ich wusste, dass wir schaffen. Was habt ihr Arbeitslosen also überhaupt hier getrieben? Es. Was?
S. Das kam dann auf den Wolken noch. Ja. Das war nämlich auf Wolke 7. Nee, auf Wolke 4. Naja, warte mal. Vielleicht waren die da drüben ja Wolke 11, 10, 9 und 8 oder so. Oder 10, 9 und 8, keine Ahnung. Nee, es war auf jeden Fall im Hexadezimalsystem. Das Hexadezimalsystem, genau. Das ist nur für Hexer. Das hatten wir ja schon. Okay. Wir ermitteln in einem Mord vor innen. Ja, es ist auch. Vorfall, der den Alchemisten betrifft. Weißt du irgendwas darüber, das uns weiterhelfen könnte? Ihr solltet in jedem Fall die Ritter der Inquisition fragen. Sie können euch deutlich mehr berichten als ich. Das haben wir bereits. Da könntest du recht haben. Wie dem auch sei, es ist eine regelrechte Schande, dass so jemand getötet wurde. Ich ging selbst oft zu ihm, um Arzneien zu bekommen. Er war stets freundlich und verständnisvoll. Herr de Victoire, Ich. Hä? Ich. Du? Ich bin dran. Oh, Entschuldigung. Herr de Victoire scheint ja ein guter Mensch gewesen zu sein. Oder ein Drogendealer. Zumindest sagen die Leute das. Also sie sagen eher Drogendealer, aber sie halten ihn für einen guten Menschen. Man könnte meinen, sie sollten ihm wenigstens die Ehre erweisen, den Fall endlich aufzuklären. Ja, den Fall SL9 oder 6 oder SL9, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. So lang 9. Ja. Vielleicht liegt es an mir. Ja, ich glaube schon. Nein, aber diese Glockenstube wirkt bedrohlich. Ach, und weißt du, wer diesen schönen Hintergrund gemalt hat? Es war leider nicht Bob Ross. Ja, davon bin ich ausgegangen. Aber trotzdem, ich glaube, das sind trotzdem fröhliche kleine Bäumchen hier. Ja. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, diese Glocke gehört zu haben. Frag mich nochmal, wer es gemalt hat. Wer hat das gemalt? Das ist der Mario! Ach ja. Okay, wir wollten weitergehen, nicht wahr? Und zwar zum Haus des Alchemisten, was da auch gleich stehen wird. Oh, sag ich ja. Steht Haus des Alchemisten drüber. Die Residenz des dahingeschiedenen Alchemisten. Seit wann lesen wir denn das vor? Keine Ahnung. Wirkt recht verlassen, da jetzt niemand mehr zu Besuch herkommt. Oh. Hinweismünzen gibt's da. Das ist also Herrn de Victoires Wohnhaus. Das sieht wirklich nach dem Haus eines Alchemisten aus. Hier wachsen so viele Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe. Essen wir sie! Diese Blümchen, Rosen. Tulpen. Das war ein Wink mit dem Zaunfall für Phoenix. Genau, sie hat direkt einen rausgerissen und damit gewunken. Also, was machen wir jetzt? Wieder gehen. Nur weil der Besitzer verstorben ist, können wir nicht einfach reinspazieren. Doch, das geht sogar, wenn er nicht verstorben ist. Das hat mich nämlich The Elder Scrolls gelehrt. Ja. Die sagen dann nur, geht bitte raus. Oder irgend sowas. In Oblivion war es meistens Mario Hassard, der das gesagt hat. Ja, richtig, richtig. Und der war auch die Wachen. Ja, der war irgendwie alles. Der war alles, das stimmt. Der war alles, außer der Jack Nicholson war. Außer der Jack Nicholson war. War nicht der König im Intro die Synchronstimme von Jack Nicholson im Deutschen? Der sofort gestorben ist nach 5 Minuten im Kerker. Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, oder Al Pacino oder so auf einer. Auf jeden Fall hatte der eine andere Stimme, aber... Aber alles andere war Mario Hassard. Auch die Frauen. Aber ich weiß gar nicht, der Graufuchs war er bestimmt nicht, oder? Weiß ich nicht mehr. Ach, auf jeden Fall, er war sehr viel, aber nicht alles. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich glaube aber, in Skyrim war es jemand anders dann, der die Wachen und sowas gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, ob Mario Hassard da überhaupt drin war. Ich weiß nicht, da habe ich nicht weit gespielt. Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Hab's mir also immer vorgenommen, aber bis jetzt kam's nie zu. Oblivion war bei mir auch eher das höher angesehene. Beziehungsweise bei Skyrim hatte ich einfach keinen Bock mehr auf sowas.
Oblivion habe ich nie durchgespielt, weil ich wirklich sämtliche Gilden-Sidequests gemacht habe und dann keinen Bock mehr auf die Story hatte. Echt? Und ich habe die Story erst durchgespielt und die ganzen Gilden-Sidequests gemacht. So ja, ist die sinnvolle Variante, die auch machen sollen. Aber und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, nicht am PC zu sein und einfach irgendwas auf irgendeine Tastaturtaste zu legen. Wieso? Naja, damit konnte man dann schleichen, trainieren, zaubern. Ach so. Boah, Cheater. Ja, was? Das ist Zeiteinteilung. Außerdem konnte ich währenddessen nichts anderes am PC zocken. Stimmt. So, ja. Stimmt, so hat man das hier trainiert, indem man es einfach gemacht hat. Genau. Man hat es einfach gemacht. Nicht quatschen machen, und das sollten wir jetzt auch. Aber dir ist aufgefallen, wie ordentlich der Garten gehalten wurde.